Ibrahim Konaté ist bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Sag uns mal, wie fandest du das Spiel? Ja, ich denke, das Spiel war sehr, 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 sehr gut für uns. Wir sind sehr glücklich für diese gewonnen. Aber jetzt, wir müssen Fokus für das nächste Spiel. Aber ihr habt jetzt das 15. Mal zu Null gespielt. Da kann man schon stolz drauf sein, oder? Ja, aber das ist sehr, 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 sehr richtig für uns. Ich bin ein Innenverteidiger und wenn wir haben keine Tor kassiert, ich bin sehr glücklich. Das ist gut für uns. Wir sind alle sehr glücklich. Dankeschön. Danke. Marcel Sabitzer ist bei mir. Kurz ein paar Worte zum Spiel. Es war wirklich ein schönes Spiel, oder? Ja, wir haben sehr gut fußballisch gelöst heute. Haben phasenweise sehr gut kombiniert. Wir hätten vielleicht ein, zwei, drei Tore mehr schießen können. Aber wenn du ein 2-0 in Wolfsburg zu Hause hast, dann nimmst du es gerne mit. Auf jeden Fall. Blut am Trikot. Deins? Meins. Und Nase? Mund. Ah, du hattest nämlich einen Schlag abbekommen zwischendurch. Hast doch ein bisschen dargelegen und danach gab es aber die Gelbe dann gegen uns. Habe ich nicht mitbekommen, ja. Hast du nicht mitbekommen, gut. Das war das 15. Spiel zu Null. Nicht schlecht, oder? Ja, sehr gut. Also wenn uns das in der letzten Saison nur wer gesagt hätte, hätten wir uns ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber wir haben echt einen sehr kompakten und fokussierten Block. Und da ist es einfach schwer, Tore zu schießen. Wenn man heute auch wieder gesehen hat, Wolfsburg hatte, glaube ich, eine Chance und die war aus einer Standardsituation. Von dem her, wir lassen einfach nichts zu und haben halt auch einen Torwart drin, der, wenn es mal brenzlig wird, auch was fängt. Sehr gut, vielen Dank. Das ist das Erfolgsrezept. Dankeschön. Ja, Pokal ist natürlich immer ein Riesenthema bei allen Leuten in Leipzig. Wie ist eure Stimmung in der Truppe jetzt, dass ihr im Halbfinale seid und damit natürlich für unseren jungen Club was Historisches geschaffen habt? Ja, wir freuen uns riesig, dass wir bis zum Halbfinale jetzt gekommen sind. Aber ist klar, ne, dass wir jetzt alle, wir Spieler, die Fans, alle im Verein, jetzt wollen wir alle nach Berlin. Ne, und deswegen brauchen wir da super Unterstützung in Hamburg. Da bin ich mir sicher, dass wieder viele Fans kommen. Und wir werden alles auf den Platz geben, damit wir alle zusammen nach Berlin können. Und ich komme mit auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.